So, willkommen zur dritten Folge zu Black Ops 2. In der letzten Mission haben wir ja Woods gerettet aus den Klauen der Russen. Und starten jetzt auch gleich mit der nächsten Runde. Ich hatte ja die erste Folge nochmal kurz gesagt, war 8 Minuten oder so. Dafür war die zweite ja etwas länger. Und jetzt starten wir wieder in so ungefähr 15 Minuten Folgen. Also, es geht los. Und so fing alles an. Dein alter Herr will Menendez töten. Menendez will Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den alten hat die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass er denkt, es geht um Ideologie. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Für die Soundbugs kann ich Welt übrigens nicht. Erdmetalle. Die habe ich auch auf dem Ohr. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst, hat das Netzwerk Cordis Dir durch jede Menge Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen, wer ist wirklich der Anführer von Cordis Dir? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arschloch. Beim JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in Diät-Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich neben Cordis Dias zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Dias Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI lebendig. Genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Und das wollen wir natürlich nach Möglichkeit verhindern. Man hatte gerade auch schön gesehen, YouTube, Facebook... Ach hier, Facebook sag ich schon. Sieh alle an. YouTube. Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Was ist das denn? Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Dir momentan? 1 Milliarde vielleicht? Eher 2. Die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis Dir eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Genau, dann schauen wir mal und... Bereit, Harper? Halte die Leine in Schwung! Lass mich hier nicht hängen! Ah. Jetzt würde ich sagen, sind wir in der Zukunft. Es gibt neue Technologien. Sollen wir rechts ein Signal geben? So, und wir halten den Jungen natürlich auch so fest. Genial. Was jetzt passiert? War das wieder mein Fehler? Ha, was bin ich dämlich, ey? Habe ich den jetzt umgebracht? Ja. Hä? Das verstehe ich nicht. Papa ein Signal geben. Wow. Ah, okay, das habe ich gerade eben gar nicht gesehen. War das da? Lass das drücken. Die Oberfläche ist uneben. Mit der Nano-Handschuhe fest zupacken. So weit, so gut. Bereit? Hui! Das ist ja richtig geil. Okay, Angeber, du bist dran. Juhu! Auf geht's und zack! Enemy noch einmal. Los geht's! Erinnert mich so ein bisschen an die alte Modern Warfare Mission, wo man mit den Eishauern den Berg hoch muss. Aber hier ist es ja noch wieder geiler, würde ich sagen, wa? Alter, würde ich mich das im Real Life trauen? Ich glaube eher nicht. Bock aber. Haben wir uns. Nein! Verdammt!
das ist aber auch wirklich Pech. Das ist nur mal wirklich Pech. Alles okay? Ja, alles klar. Dank dir. Alles frei. Kaum mehr als ein Rumpftruck. Wird ein Kinderspiel. Sei kein Idiot. Unterschätze nicht Raul Menendez. So. Salazar. Ah, herrlich. Was bedeutet eigentlich genau? Ist Latein. Salazar. Für Herztag oder so. Salazar, das wird Sarazar natürlich freuen. Dass seine Anhänger genau würde ich das glauben. Fast. Aber das ist es nicht. Crosby, du bist dran. Boah, geil. Geil. Sowas wollte ich auch schon mal in Real Life machen. So mit so einem Fluganzug. Einfach mal. Boah, geil. Wow. Da war ich so gefesselt, dass man da einfach fliegen kann, dass ich da erstmal gegen den Berg geflogen bin. Das tut mir leid. Ich war so, habe mich so gefreut, dass ich mal mit Salazar auch unterwegs bin. Boah, das ist natürlich jetzt immer immer geiler. Salazar. Da komme ich ja nicht drüber weg. Ah, yes. Rechts, Mann! Immer locker! Da, der Spalt im Berg! Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Sie haben sich zu weit von der Flucht. Ja, komm, das ist jetzt aber auch mal scheiße. Wir sagen nicht, ich muss das ganze Ding nochmal mit Salazar fliegen. Der Spalt im Berg! Spalt im Berg, das hier. Setze Fallschirm ein! Spalt gesagt. Setze Fallschirm ein! Jetzt, ich hab das gerade eben das genauso gemacht. Also, ja. Oh, wie das einfach metergenau passt. Alles okay? Bestens. Salazar, Crosby, habt ihr die linke Seite? Salazar. Abgedeckt, auf dein Kommando! Salazar. Ich habe, glaube ich, schon den Titel für die Folge. Unterwegs mit Salazar. Geil. Finde ich gut. Ob das jetzt auf den euch ja wahrscheinlich bekannten YouTuber zutrifft, weiß ich nicht. Kraken. Hier, Harper. Komm. Der Feind will das Einsatzgebiet verlassen. Anweisung? Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Auch schade. Freigabe zum Angriff. Der wird ja unsichtbar. Section, siehst du das? Ja. Zuschlagen, sobald ich treffe. Eine EMP-Granate wird ihre Tarnsysteme durchbrennen lassen. Soll ich da jetzt eine Granate werfen? Ich werfe jetzt einfach mal. Oh, ist das geil. Soll ich das überhaupt machen? Na ja gut, wir leben noch. Feinde im Aufzug! Wow. Geil. Die Musik rockt auch. Oh, jetzt habe ich Salazar angeschossen. Oder Salas. Ich nenne ihn einfach Salazar, ist mega geil. Ich kenne nicht so ein Tarnsystem, das wäre ja nochmal viel geiler. Aber ich kann lieber so einen Sensor erkennen. So, da ist zum Beispiel einer. Nachladen. Das ist Harm. Den sollten wir nicht. Wir dürfen sie nicht abheben lassen! Dann sprintet er jetzt einfach mal hin. Okay, legen wir los! So, Soll ich das Ding überhitzen oder haben wir im Moment? Okay, das Ding kann überhitzen. Das sieht man übrigens oben in der Mitte. So was macht ja immer riesig Spaß, wenn man das ja nicht
Ah, okay, jetzt ist das Ding überhitzt. Also in der Zukunft ist auch noch keine Technologie gegeben, um die Waffen angemessen zu kühlen. Okay. Hey, was ist das denn? Achso, ich muss es auch. Oh Mann! Das ist doch jetzt scheiße, das habe ich immer, ständig. Das fängt schon bei COD Black Ops 2 an, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass die ganzen Kackautos immer noch explodieren. Und man darauf hofft. Oh, jetzt geht das schon wieder los, ey. Das hatte ich nämlich beim letzten Spiel auch. Das hat mich nämlich so aufgeregt. Bin ich gestartet. Das war. Da wollte ich Modern Warfare 3 Let's Play. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich das vorgestellt habe. Und dann gestartet war mein Auto. Jetzt bleibe ich da bloß runter. Kann man durch Wände schießen? Scheint so. Mann, schieße ich noch auf Leute, die runterkommen. Was haben wir da? Das ist. Scheiße, die Faschisten und Geschütze kontrollieren das Gebiet! Diese Anlage ist unterhalb vielleicht noch größer. Dragon, hier Section. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um Sekundärgebäude zu untersuchen. Alle Mann, zurück! So, Zerstören der Tür mit Sprengmunition auf 5. Ah. Nein, zurückweichen. Ja. Ach so, ich bin auch selten. Ja, Freunde, das werdet ihr wahrscheinlich etwas öfter erleben. Aber bevor ich jetzt hier komplett verzweifle, mache ich mal eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Diese wieder. Diese Anlage ist unterhalb vielleicht noch größer. Ja, bis gleich. Bracken, hier Section. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um Sekundärgebäude zu untersuchen.